Gott wusste bereits alles über euch, als er eine Beziehung mit euch einging. Er ist nicht überrascht oder schockiert von euren Schwächen und Fehlern. Er akzeptiert euch bedingungslos zu 100% und er wird euch helfen, genauso zu werden, wie er euch haben will. Es bedeutet nicht, dass ihr euch nicht ändern müsst. Auch ich muss mich ändern, aber die gute Nachricht ist, ihr könnt euch mögen, während ihr euch verändert. Lasst los, was hinter euch liegt. Quält euch nicht mehr mit Dingen herum, die ihr vor 20 oder 10 Jahren oder heute Morgen getan oder nicht getan habt. Ihr seid in Jesus und das bedeutet, dass ihr ihn als euren Retter angenommen habt. Und dass ihr aus eurem alten Leben herausgehoben und in ihn eingepflanzt wurdet. Jetzt könnt ihr lernen, was es bedeutet, in ihm verwurzelt und gegründet zu sein, sodass ihr für ihn gute Frucht tragen könnt. In der Bibel heißt es, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wenn ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für euch gestorben und von den Toten auferstanden ist und für eure Sünden bezahlt hat, seid ihr gerettet. Dann wird sich euer Leben verändern. Das passiert allmählich, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nach und nach. Wir sind eine neue Schöpfung durch Jesus. Jesus war von Beruf Zimmermann. Das ist ein interessanter Punkt, den wir nicht außer Acht lassen sollten, denn Gott ist der Bauherr und der Ausstatter aller Dinge und er baut auch euer Leben. In Hebräer 3, Vers 4 heißt es, denn jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Ganz wichtig ist 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, was stimmt bloß nicht mit mir? Kommt euch das bekannt vor? Ich bin nicht wie alle anderen, was stimmt bloß nicht mit mir? So sehr ich es auch versuche, ich kann anscheinend nicht das tun, was richtig ist, was stimmt bloß nicht mit mir. Es ist interessant, dass das Erste, was Jesus uns geben will, Gerechtigkeit ist. Aber ich tue dieses und habe jenes getan. Ja, das habt ihr, doch das war früher. Ihr konntet nicht anders handeln. Aber wenn Jesus in euer Leben kommt, bringt er alles mit, was er ist. Und er ist die Gerechtigkeit. Deshalb habt ihr Gerechtigkeit in euch. Weil sie in euch ist, wirkt sie, dank der Hilfe des Heiligen Geistes, in euch und durch euch, sodass ihr immer mehr das tun könnt, was richtig ist. Aber das wird euch nicht gelingen, wenn ihr nicht glaubt, dass ihr vor Gott gerecht gemacht wurdet. Ich weiß, das ist schwer. Ich habe über 20 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Das ist so, als ob ihr durstig seid und fragt, Joyce, kann ich etwas Wasser haben? Wenn ich kein Wasser hätte, könnte ich euch keines geben, richtig? Aber da ich welches habe, kann ich es tun. Dasselbe gilt für richtiges Verhalten. Wie kann ich mich richtig verhalten, wenn Gottes Gerechtigkeit nicht in mir ist? Wie kann ich jemanden lieben, wenn ich die Liebe Gottes für mich nicht angenommen habe? Ihr könnt nicht geben, was ihr nicht habt. Ihr könnt nicht aus euch herausholen, was nicht in euch ist. In Gottes Ordnung beginnt alles mit Glauben. Es ist erstaunlich, wie glücklich wir werden, wenn wir das Richtige glauben. Lasst uns Römer 15, Vers 13 ansehen. Ich mag diesen Vers sehr. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, da ist es, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt. In eurem Glauben. Wenn ihr nicht wisst, was mit eurer Freude passiert ist oder warum ihr schlechte Laune habt, stimmt meistens etwas mit eurem Glauben nicht.
Ihr könnt das verändern, was ihr glaubt. Darauf habe ich doch keinen Einfluss. Doch, das habt ihr. Ihr könnt glauben, was immer ihr wollt. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, mein Leben auf die Bibel zu gründen. Anfangs hatte ich keinen Beweis dafür, dass es wirklich funktioniert. Ich wusste nur, dass mein damaliges Verhalten ganz sicher nichts Gutes hervorbrachte. Wenn nun das, was ihr tut, nicht zum Erfolg führt, dann probiert doch einmal das aus, von dem Millionen Menschen sagen, dass es funktioniert. Ihr habt keine Ahnung, wie ich früher war. Ich war furchtbar. Ich wurde sehr schlecht behandelt. Mein Vater missbrauchte mich sexuell. Meine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte, also tat sie nichts. Es gab noch andere Verwandte, die mich sexuell missbrauchten. Ich heiratete den erstbesten Mann. Er betrog mich, wollte nicht arbeiten und bestahl mich. Eines Nachts wachte ich auf, weil er den Ehering von meinem Finger stehlen wollte, um ihn zu verkaufen. Ich war innerlich völlig kaputt. Meine Familie war der Inbegriff von Zerrüttung. Wir haben die Zerrüttung erfunden. Ich wusste nicht, wie man Beziehungen führt. Ich manipulierte und beherrschte andere. Ich war negativ und verbittert, verurteilend und neidisch. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich bin nicht nur hier, um euch für Jesus zu begeistern. Ich will euch sagen, dass Jesus mich befreit hat. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen.